Fühlst du dich verloren im Statistikuniversum? In diesem Video zeigen wir dir, wie du mit der Materialsammlung Statistik lernen kannst. Hast du in deinem Studium auch Lehrveranstaltungen zu Statistik? Sollst du in Seminaren oder Leistungsnachweisen quantitative Forschungsmethoden anwenden? Dann bist du bei der Materialsammlung Statistik richtig. Sie wurde für die Studierenden der JLU Gießen entwickelt und ist für alle angemeldeten ILIAS-Nutzer der JLU unter dem Kurzlink ilias.uni-gießen.de/statistik erreichbar. Um sicherzugehen, dass du auch auf alle Inhalte der Materialsammlung zugreifen kannst, solltest du dich mit deiner S-Kennung und deinem Netzpasswort bei ILIAS anmelden, bevor du sie besuchst. Hier siehst du die Startseite der Statistiksammlung. In der Linksammlung findest du einen der für dich hilfreichen Bereiche, frei zugängliche Lernmaterialien und Plattformen im Netz. Sie eignen sich hervorragend zum Nachschlagen, Wiederholen, Vertiefen oder Ausprobieren. Mit einem Klick auf den Bereich landest du in der Sammlung. Hier gibt es neben Videotutorials, Übungsmaterial oder Skripten auch viele Online-Trainings. Mit der Filterfunktion kannst du zum Beispiel gezielt nach Materialien für deinen Fachbereich und dein Vorwissen suchen. Du siehst in den Detaileinträgen sowohl das Zielgruppenprofil als auch die Kurzbeschreibung der Inhalte und Themenschwerpunkte des jeweiligen Materials. Über den angegebenen Link erhältst du den direkten Zugang. Zurück auf der Startseite findest du auch die Literatursammlung, die du durch einen Klick erreichen kannst. Dort bekommst du einen Überblick über ausgewählte, an der JLU vorhandene Statistikliteratur. Gleichzeitig findest du deren Standort und gelangst zu deren Digitalversionen im JLU-Netz, sofern eine solche vorhanden ist. Um dir die Suche nach geeigneter Literatur zu erleichtern, findest du auch hier eine Filterfunktion. Besonders hilfreich ist die gezielte Suche nach Büchern zur Arbeit mit Statistiksoftware wie SPSS oder R. Die Materialsammlung Statistik wird ständig erweitert. Es lohnt sich also, öfter vorbeizuschauen.